Aber es ist nicht so viel Sprit in der Luft. Ja, meine lieben Freunde. Habe ich jetzt nicht gewonnen. Philipp, geh mal auf Sieg. Start jetzt immer. So. Da wären wir. Tatsächlich Take 2, Leute. Denn wir hatten ein kleines Audioproblem, ne, Micha? Ja, wir hatten eben schon einmal das Ganze aufgenommen ohne Audio, aber ich bin immer so ehrlich und sag das. Ist das nicht schlimm, oder? Ich finde das immer super wichtig, ehrlich gesagt, dass man, der liebe Bremi von Felgentilt, bei dem habe ich damals das erste Mal mitbekommen, dass er teilweise Stories irgendwie 10-mal hintereinander macht oder 5-mal hintereinander. Ich habe mir das so abgeguckt oder so verinnerlicht, dass bei mir auch passiert. Ich mache auch manchmal Stories 4, 5, 6-mal. Ja, ihr hört das Auto im Leerlauf schon mal, das hatten wir eben noch nicht. Ich erzähle euch gleich das kleine Problem, was noch entstanden ist, tatsächlich als wir gestern Abend hier hinkamen, und wir reden dann gleich neben dem Auto, wenn wir den ausgemacht haben, einmal ein kleines bisschen darüber, wie sich die ganze Charakteristik jetzt verändert hat. Das ist jetzt der letzte Teil von dem Vlog. Wir haben das Ganze jetzt aufgenommen innerhalb von, ich glaube, dann 6 Tagen oder so. Also wir haben das Auto hingebracht. Es hat einen Tag länger gedauert, weil die Nockenwellen ein bisschen später vom Nitrieren zurückkamen. Statt Montag waren die erst Dienstag da. Und ja, Abstimmung mit einem KDFI dauert doppelt so lange, als nur eine E-Prom abzustimmen. Ja, ihr könnt euch das Ganze jetzt mal ein kleines bisschen anhören. Der Micha kann ja mal hier mal kurz am Auspuff langlaufen. Und am Motor hört ihr den Leerlauf, der halt echt... Das kriegt mir nichts, du hast Mikrofon. Ach geil, Assi ist. Ach so, ja. Hier, ich halte mal dran. Oh, ist das geil. Und hier hört ihr so... Ja, der schüttelt sich ganz gut. Hier müssen unbedingt mal Motorlager neu gemacht werden. Aber ich muss halt sagen, das wurde mir auch von Debilas gesagt, dass wenn ich noch irgendwas habe, das Kaltlaufverhalten nicht so geil ist oder so, dann kann ich mich gerne melden, da kann man auf jeden Fall noch was machen. Dafür ist ja so ein frei programmierbares Steuergerät auch da, weil das ist jetzt nicht mehr ganz so einfach bei so einem Auto. Ne? Das ist jetzt alles nicht auf schön, sondern halt auf Leistung geschrieben. Zuallererst kann ich euch hier mal, oder der Micha blendet euch mal das Leistungsdiagramm rein. 168 PS sind mal rumgekommen, Newtonmeter habe ich gerade gar nicht im Kopf, muss ich mal gerade schnell gucken. Ich bin sofort da, Sekunde. Wir mussten mal ein bisschen auf Seite gehen, das Ding ist einfach so laut. Aber jetzt müssen wir mal ein bisschen warm laufen lassen. Wir hatten gerade schon, ich glaube, wie oft haben wir versucht, den anzumachen jetzt gerade. Das Kaltlaufverhalten ist halt echt noch ein bisschen kacke. Aber wie ich eben schon sagte, da kann man auf jeden Fall noch was dran machen. Ich habe jetzt mal geguckt, 173 Newtonmeter. Drehmoment haben wir entwickelt. Ich kann gar nicht sagen, wie viel der Serie hatte. Ich weiß halt, Serie 140 PS. Und jetzt haben wir 28 PS mehr. Ist das so was, wie ich es mir vorgestellt habe? Rein theoretisch nein. Aber ehrlich gesagt, und da sprechen wir gleich drüber, das sind nur Zahlen auf Papier. Ich muss echt sagen, ich habe erst gedacht, die 7 würde vorne stehen. War schon ein bisschen traurig, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe mir halt auch gedacht, gut, Motor zu Motor ist halt unterschiedlich. Und 2 PS, das ist jetzt, oder ne, sogar nur 1,7 PS, die da fehlen, so gesehen, zu den 170. Aber es ist noch was passiert, was ich euch zeigen muss. Und zwar, seht euch das an. Ganz wichtig, hat Debilas nichts mit zu tun. Ist ein eigener Fehler von mir gewesen. Kann man schon fast froh sein, dass das nicht irgendwie auf dem Prüfstand oder so passiert ist. Ja, wir kamen gestern hier an und dann habe ich relativ schnell festgestellt, oh, 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 hier riecht es aber ganz komisch nach Öl. Und dann habe ich schon gesehen, dass da richtig Öl aus dem Auto rausgesuppt ist. Ja, was gestern passiert? Also wir kamen erstmal zurück von Debilas, mega geile Fahrt gehabt. Erzähle ich euch aber gleich dazu, was beim Auto oder wie sich das Ganze jetzt anfühlt mit der scharfen Nocke. Ihr hört ja schon, dass der halt ziemlich richtig ruppig geil läuft. Ich finde den Leerlauf sehr sexy, um ehrlich zu sein. Was noch zu der Leistung zu sagen ist natürlich, dass ich mir ganz wichtig war, was auch Debilas vorher gesagt hatte, mach das bitte alltagstauglich. Ich will damit auch Strecken von 500 Kilometer fahren können. Das ist halt für mich auch so ein großer ausschlaggebender Punkt gewesen. Also wir sind hier nicht an die Maximalleistung gegangen, oder zumindest habe ich das nie verlangt, dass man an die Maximalleistung geht, sondern nur eine gesunde Leistungsausbeute da rausholt im Prinzip. Jetzt kann der Micha euch mal zeigen, was ich da schön verkackt habe gestern. Und zwar habe ich ja vielleicht, ich nehme mal das Mikro näher ran, wie einige von euch wissen, den Nockenwellensensor hier unten gewechselt. Und hier seht ihr so eine Kunststoffschlaufe, wo die Kabel und die Steckerführung durchgehen. Hier ist der Nockenwellensensor, unten ist der Kurbelwellensensor. Ich hatte den Nockenwellensensor auch ab, genauso wie hier, um natürlich die gesamte Führung der Kabel nach vorne zu nehmen, damit ich das alles schön locker abnehmen konnte und halt das Ganze schön verlegen konnte, als ich den neuen Kurbelwellensensor verbaut habe. So. Und was ich halt falsch gemacht hatte, ist dieses Teil hier, dieses Blech, das hatte ich zwischen Stirnwand und dem Nockenwellensensor gemacht, sodass hier ein Abstand war und die Dichtung gar nicht richtig dichten konnte. Jetzt haben wir das Auto ja natürlich... Ich mache mir das Mikro wieder ran. Achtung. Jetzt haben wir das Auto natürlich nie so warm gefahren oder nie so unter der Leistung oder in dem Drehzahlbereich gefahren, dass das Öl mal richtig heiß und flüssig wurde.
Und deswegen ist da nie was rausgekommen. Aber das ist auch die einzige Stelle gewesen, wo gestern halt noch Öl war, beziehungsweise wo richtig ein Film war. Und ihr seht ja, was da vorne auf dem Boden liegt. Zum Glück habe ich direkt das Auto ausgemacht, Ölmessstab gezogen, geguckt, er war am unteren Minimum. So ein Auto hält das eigentlich so weit aus. Aber gut ist es trotzdem nicht und ich war auch echt richtig erschrocken. Zum Glück konnte ich den Fehler halt super schnell lokalisieren und halt sehen, dass das halt ein Fehler von mir war. Da seht ihr mal, was es ausmacht, nur zwei Teile zu versetzen. Und halt als das Öl so heiß war, konnte das halt die Dichtung so gesehen, die jetzt lose auf dem Sensor saß im Prinzip und nicht in dem Sitz drin, konnte die halt schön Öl da rausdrücken. Und ja, so haben wir da mal einen schönen Liter Öl hier in der Halle verteilt. Sind das ja gerade schon am Wegmachen. Richtig Schwein gehabt, kann man nicht anders sagen. Und definitiv kein Fehler von den Bielers oder so. Kann man schon fast froh sein, dass ich denen nicht noch den ganzen Hof da voll geölt habe, dass das halt nicht so weit getrieben wurde auf dem Prüfstand da, dass das halt so heiß wurde, dass da halt richtig Öl rauskommt. Das wäre, oder vielleicht, falls ihr da einen Fleck gefunden habt, liebe Freunde von den Bielers, dann sagt Bescheid. Ja, das war das große Problem mit dem Öl und deswegen war ich auch gestern echt, ich hatte ganz kurz Oberkante, Unterkante, weil die Emotionsfreude zwischen, wow, mein Auto ist total geil und oh mein Gott, was ist da passiert, und das Allerschärfste ist einfach, dass ich, ihr seht vielleicht, die Nebelscheinwerfer sind weggefallen. Das hat damit zu tun, dass ich gestern hier ankam. Gucken wir mal einen Nebelscheinwerfer an. Ich habe keine Originalen von BMW bestellt, weil es keine mehr gibt aktuell. Schön einmal quer einen Riss durch gewesen. Und das nicht, weil ein Steinschlag da war, sondern einfach so. Da war kein, also Einschlagpunkt oder sowas zu sehen, sondern einfach so. So, jetzt gleich setzen wir, machen wir mal das Auto aus. Jetzt haben wir den gleich warm laufen lassen. Dann kann ich nämlich gleich mit Micha auch eine Runde fahren. Und dann erzähle ich euch mal ein kleines bisschen, wie das Ganze für mich war im Prinzip. Also wie sich das Auto jetzt für mich anfühlt im Verhältnis zu vorher. Gut, die Kiste ist, oh, was ist denn hier mit dem, achso, ich habe ihn nicht richtig zu. Mal eine Sekunde. Ach doch. Spaltmaß. So, also rumgekommen, 173 Newtonmeter, 168 PS. Wie fühlt sich das an im Verhältnis zu vorher? Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin den weißen IS ja komplett nach Leipzig zu einem Besitzer gefahren und war von dem Auto wirklich begeistert, weil ich einfach gedacht hatte, so, boah, ich hatte da nur die erweiterte Drosselklappe drin und einen Conny-Chip und muss sagen, boah, fand ich, hat sich tatsächlich besser angefühlt als mit der Drosselklappe ohne Abstimmung und ohne Nockenwellen. Was jetzt super krass ist einfach und wo ich halt am Anfang, ich bin losgefahren, fang mal ganz am Anfang an. Ich hole das Auto von den Bielers ab, der hatte genau so einen miesen Leerlauf vor der Tür und ich dachte so, ach du lieber Herrgott, was hast du dir da angetan? Ich muss sagen, ich bin dann durch den Ort raus und habe das Auto halt ja, weil wir in der Ortschaft waren, nie weiter gedreht als, weiß ich nicht, 4.000, 5.000 oder sowas. Was bei so einer scharfen Nockenwelle ja passiert, beziehungsweise bei so einer Alpha-N-Abstimmung und dem ganzen Kram, der jetzt gemacht wurde, ist, dass das gesamte Drehzahlband nicht mehr so gesehen gesamtnutzbar ist oder halt so gut liegt. Bei den 140 PS Serie bei dem Auto, da lag schon oder da ging die Luzi, wie man so schön sagt, erst auch ab 4000 los. Ganz klar. Also davor passiert halt gar nichts in dem Motor. Jetzt ist das ungefähr bei 4.500 bis 5.000, würde ich sagen. Und Maximalleistung liegt ja bei 6.800 an. Das bin ich gestern auch gefahren. Ich bin da mal schön 6.800 Umdrehungen habe ich damit gemacht. Und ich sag euch was, von 5.000 an, da fängt das an, richtig Spaß zu machen. 5 bis 6, 6.500, 6.800, da, das will das Auto. Ihr merkt einfach, also ich muss echt sagen, die Zahl für mich auf dem Papier, wie viel PS er hat, das wurde für mich ab Minute 30 auf der Autobahn belanglos, weil ich einfach etwas ganz Wichtiges gemerkt habe, was mir beim IS, und wir sind ja schon weite Strecken mit dem Auto gefahren, nach München, nach Bremen und so, und was mir mit diesem Auto immer gefehlt hat oder halt nahezu unmöglich war, ist wirklich ein Überholvorgang, ohne gefühlt eine halbe Stunde darüber vorher nachzudenken, wie kriege ich das hin oder so, ohne dass der dann einer hinten auf der Stoßstange klebt. Der Wagen kann jetzt einfach aus Null raus beschleunigen und super sauber mithalten im Verkehr. Und das hat dem Auto so gut getan wie nur irgendwas. Also das Auto ist viel besser im Alltag fahrbar von der Leistung her. Ich weiß nicht, ob man das versteht vielleicht, aber wenn ihr mal irgendwie 316 gefahren seid oder 116i oder sowas, dann werdet ihr das schon mal festgestellt haben, dass wenn ihr ein wirklich hubraumschwaches Auto habt, was einfach einen super kleinen Motor auch habt, dass das halt wirklich beim Überholen ein immenses Vorausschauen voraussetzt. Beim Vitara merke ich da auch immer, das ist ja ein Auto, was überhaupt nicht für Überholen oder so gemacht ist, dass ich, wenn ich dann mal jemand auch Langsames vor mir überhole, dass das halt super, super, dass man da super aufpassen muss, ne, bevor man sich da echt auch in Gefahr begibt. Auf der Autobahn wirklich
macht das Auto einen richtig guten Job. Das Kerngeschäft vom Class 2 ist aber jetzt ganz klar die Landstraße. Das macht so Laune, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ich muss echt sagen, das ist das Beste, was ich je an einem Auto getuned habe, weil das nicht nur die pure Leistung ist, die da im Prinzip jetzt zu Buch schlägt, sondern einfach diese Emotion, dieses Ansauggeräusch vorne, wie die Abgasanlage jetzt klingt, dieser unrunde Leerlauf, das ist super satt und macht super Bock. Also für mich hat sich in ganzer Linie gelohnt. Was hat das Ganze im Gesamten gekostet? Ich glaube, das ist auch eine gute Frage, die mir jetzt viele gestellt haben. Was hast du jetzt für den ganzen Kram bezahlt? Ich rede mal im Gesamtpreis, müssten wir ungefähr, wenn ich jetzt über den Daumen peile, bei 5.000 bis 6.000 Euro liegen. Ja, könnten halt für 28 PS ist das natürlich viel Geld, aber es ist halt Saugertuning. Ne? Dafür ist das im Prinzip schon, dafür sind 28 PS tatsächlich schon, wie soll man sagen, in einer guten Geld Leistungsrelation, die da rausgekommen ist. Vor allem aber auch die Charakteristik. Und ich muss halt sagen, fettes Dankeschön an Debilas. Ich habe ja den Termin bestimmt 4-5 Mal nach hinten geschoben. Hatte das ja letztes Jahr schon vor. 2-3 Mal lief das Auto ja nicht. Dann kam ja auch der Winter dazwischen. Dann hatte ich keine, wollte ich das Auto auch nicht dahin bringen, halt im Winter und hin und zurück und so. Und ich wurde da super lieb behandelt. Das war super geil. Die Kommunikation war mega cool. Und vor allem, jetzt gerade das Kaltstartverhalten ist halt nicht so geil und entweder gewöhne ich mich dran oder aber auch mir steht es ganz frei, denen zu schreiben und dann machen die auch nochmal, verändern die auch nochmal ein bisschen was. Das haben die mir auch im Vornherein halt gesagt, dass halt KDFI immer so ein bisschen, wenn Fahrfehler bestehen, einfach Bescheid sagen, regeln die. Und das muss ich echt sagen, kann ich echt nur auf ganzer Linie empfehlen, auch jetzt im Endeffekt, wo ich das Kaltluftsystem halt richtig gelegt habe. Der Micha kann euch ja gleich mal vielleicht noch ein kleines bisschen zeigen. Dann seht ihr, wie ich das jetzt perfekt mit dem Original-OEM-Trichter gelegt habe, sodass da 100% Kaltluft reingeht. Das sind schon geile Teile und das sage ich nicht, weil ich hier Werbung mache oder weil ich irgendwas umsonst kriege. Ich bin ein ganz normaler Kunde bei denen, habe das auch ganz normal bezahlt und sage euch, das hat wirklich, wer Bock auf sowas hat, das hat sich gelohnt. Ja, das ist teuer. Ja, das bringt nicht viel an Leistung netto, so gesehen. Aber glaubt mir, boah, ich muss echt sagen, das Auto fährt sich jetzt mal ganz anders. Also ich musste auch das Auto wieder neu fahren lernen, weil einfach diese Drehzahlen abrufen, also diese extrem hohen Drehzahlen jetzt abrufen, es macht Spaß, aber man muss schon ein bisschen so da durch, ne? Deswegen, ja, deswegen alles in allem mega, mega geil. Das Auto reagiert super krass. Es klingt auch in Vorbeifahrt höllisch, muss ich echt sagen, höllisch. Und das Geile ist, das Ganze ist komplett so, wie es ist, eintragbar. Na, ich habe es komplett eingetragen. Das ist wirklich das Allergeilste daran. Die sind für viele Autos gerade dabei, tatsächlich die ganzen Sachen TÜV-fähig zu machen. Und ich glaube, für die meisten Sachen, also für die meisten Autos, jetzt vor kurzem war es irgendwie VR6-Motor, wo es eine richtig fette Ansaugbrücke von gibt, die jetzt eintragbar ist. Ich finde, das ist halt das A und O. Viele haben ja auch gesagt, ja, warum nimmst du nicht diese oder jene Drosselklappe oder diese Einzeldrossel oder das ist viel besser. Das Problem war für mich immer nachher, dass das alles keinen TÜV hatte. Ne? Und bei Debilas hat man halt TÜV. Und das ist halt das A und O. Ich habe halt keine Lust, mit sowas angehalten zu werden, weil das ist ja schon, ne, wenn ich jetzt da, gut, Nockenwellen sieht man nicht, ist alles klar und Leistung und so, ne, wir reden hier von 30 PS Sauger, da bindet dir auch keiner irgendwie dich an einen Baum für, aber trotzdem fährt man mit einem guten Gewissen rum, muss man einfach sagen, wenn mal irgendwas ist.